Danke. Verzeihung, kann ich was für Sie tun? Nein, danke. Das heißt, die Taxis, sind die im Allgemeinen pünktlich? Ja, im Allgemeinen schon, ja. Wann sollte Ihres denn kommen? Um 10 Uhr. Ja, dann haben Sie ja noch 12 Minuten Zeit. Wohnen Sie hier? Ja, seit gestern Abend. Melchert ist mein Name, Hendrik Melchert. Lindemann. Ja. Dann sind Sie wahrscheinlich von meiner Frau oder von meinem Sohn gestern empfangen worden. Ja, wahrscheinlich. Herr Lindemann, oh, bitte um Entschuldigung. Wissen Sie, ich bin ein bisschen nervös. Meine Tochter wollte kommen und ich möchte gern vom Flughafen abholen. Aha. Ja, ist denn das ein Grund, nervös zu sein? Ich habe Sie vor 6 Jahren das letzte Mal gesehen. Ach so, na ja, dann. Sie lebt bei Ihrer Mutter in den Staaten, wir sind geschieden. Na ja, dann kann man schon ein bisschen aufgeregt sein, nicht? Wissen Sie, sie war 12, als ich sie das letzte Mal gesehen habe. Inzwischen ist sie ja wohl eine junge Dame geworden und ich weiß gar nicht so recht, wie ich mit ihr... Sie verstehen mich. Ja, ja, sicher. Im Allgemeinen komme ich mit jungen Menschen ganz gut zurecht, aber so, eigene Tochter, ich weiß ja auch gar nicht, wie sie heute über mich denkt. Na, nur Mut. Wahrscheinlich geht's Ihrer Tochter so ähnlich. Ja, wahrscheinlich. Danke. Ich glaube, Ihr Taxi kommt. Oh ja. Zum Flughafen. Und die Einzelheiten stehen hier im Prospekt. Ach ja, die Unkosten entrichten Sie direkt beim Fahrer. Dankeschön. Bitte. Tschüss. Tschüss, viel Spaß. Arbeite dich ja nicht tot. Ja, ja, mach du noch deine Witze. Na komm noch mit, die Mädchen sind schon am Strand. Ja. Sag mal, Papa. Ja? Beutest du Frank eigentlich aus? Der hat wohl als Manager nie mehr frei, was? Frei, frei, was weiß der nicht? Opa flirtet mit Oma am Strand rum, ich muss noch nach Palma Teppichböden kaufen und Mama stickt im Bürokram. Was weiß der nicht, ob Frank... Sag, Lisa, meinst du, dass Frank für ein paar Stunden weg kann? Das müsste gehen. Ja. Aber zum Gästeempfang zum Mittag bist du wieder da, ja? Na los, zieh dich um, sonst überlegt es sich noch anders. Ciao, Mama. Ciao. Ich warte unten auf dich. So. Wo willst denn du hin? Ich? Teppichböden kaufen. Das hast du doch gestern schon vorgestern. Na, da habe ich eben nicht das Richtige gefunden. Ach, das geht doch schnell, ich komme mit. Nein, lass nur. Ich schaffe das schon allein. Mach du nur deine Bürokram, ich mache mein Pensum schon. Ja, außerdem muss ich noch bei Kroll vorbei. Na, wegen der 10 Engländer, die wir nicht unterbringen können. Hm? Also dann, bis bald. Hm? Heiß, was? Ja. Meine Tochter kommt auch. Ist aber schon ein bisschen älter. Ja, ja, meine ist auch älter. 18, das ist ein altes Foto. Also hoffentlich klebt sie nicht wie eine Kletter an mir. Bitte? Bea, meine Tochter. Ach so, ja. Man will ja auch mal seine Ruhe haben. Ja, ich habe meine Tochter 6 Jahre nicht gesehen. Ja, seien Sie froh, Töchter können ganz schön nerven. Naja, davon wissen Sie nichts. Sie haben sie ja lange nicht gesehen. Ja. Das kann sein. Hallo. Danja? Nein, das ist meine Tochter. Hallo. Na, dein Gepäck hast du ja schon. Hol wir mal. Danja, du bist Danja. Da bin ich jetzt. Hallo, Daddy. Ja. Ist das ein Gedränge hier? Schöne Grüße von Nanni. Danke. Ja, hast du einen guten Flug? Ach ja, nur ein bisschen lang war er. Ja, bitte. Danke. Ja, komm. Kannst du Spanisch? Ich? Ja, ein paar Brocken. Wieso? Ich will es lernen. Gute Idee. Du bist ja ein ganz netter Typ. Wusste ich gar nicht mehr. Wir haben uns ja ein paar Jahre nicht gesehen. Hotel Paradies, por favor. Thank you.
Was machst du denn hier? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Ich? Ja, ich wollte nur auf der Fahrt zum Teppichgroßhandel. Ja, und du? Ich habe die Büromaschinen zur Inspektion gebracht und da habe ich deinen Wagen gesehen. Ah, ja. Ach, weißt du, ich habe mir das nur mal angeschaut, weil du doch so eine Schwäche für das Haus hast. Habe ich auch. Nur nicht? Nein. Hm? Ja, das heißt schon. Aber das ist ja viel zu groß für uns, abgesehen von allem anderen. Was heißt da von allem anderen? Ja, dass wir keine Zeit hätten, das auszunüssen, waren denn schon? Ja, eben. Außerdem ist das viel zu teuer. Woher weißt du denn das? Ich? Das sieht man doch. Ich denke, unter 30 Millionen Pesetten kriegst du sowas nicht. Das sind immerhin eine halbe Million Mark. Also schön, ich habe mal beim Makler angerufen. Nur so, nicht, dass du dir gleich was denkst. Ne? Nein, ich denke mir ja gar nichts dabei. Ich denke mir nichts dabei, aber wunderschön ist es schon. Das musst du doch zugeben. Aber ja, es ist wunderschön. Also davon kannst du doch nur träumen, aber mehr eben leider nicht. Es ist nicht realistisch. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist es längst verkauft. Die haben nur vergessen, das Schild wegzunehmen. Ja, da kannst du recht haben. Na dann. Die Arbeit wartet auf uns. Mhm. Ich muss mit meinen Gästen heute Nachmittag noch in den Safari fahren. Ich habe noch eine Führung im spanischen Dorf. Also, Lisa. Später. Sachen legen Sie in den Hotelsafe, bitte. Ich habe nichts Wertvolles dabei, danke. Jetzt ab unter die Dusche. Du, Danja, in einer Stunde können wir essen. Ja, wenn wir uns in einer halben Stunde treffen könnten, dann kann ich dir ein bisschen was von der Hotelumgebung zeigen. Na schön. Warum ist eigentlich deine Frau nicht mit hier? Ich habe eine Woche mehr Urlaub als sie. Aber ich finde das ganz gut. Dadurch habe ich doch mehr Zeit für dich. Für mich? Naja, wenn du meinst. Du, Danja, mich beschäftigt oft die Frage... Ja? Ob du mich vermisst. Ich meine, ob du mir böse bist, dass deine Mutter und ich, dass wir uns damals vor 6 Jahren getrennt haben. Aber nein. Nein? Warum sollte ich dir böse sein? Und außerdem, Jeff, Mamas Neuer, ist ein prima Typ. Ähnlich wie du. Ach ja. Naja, dann... wir sehen uns ja gleich, nicht? Übrigens, mein Zimmer ist hier nebenan. Ja. Hallo, Susan. Ja, ich wollte dir nur sagen, dass Danja gut angekommen ist. Na prima. Ist alles okay? Ja. Dann habt mal ein paar schöne Tage zusammen. Ja, danke. Du, ich wollte gerne noch ein paar Dinge mit dir abstimmen. Abstimmen? Wozu das denn? Na ja, zum Beispiel das Taschengeld für Danja. Hältst du 20 Mark täglich für angemessen? Du, ich glaube, sie hat genug von Jeff mitbekommen. Ach, glaubst du? Ja, glaube ich. Ich kann ihn nur nicht fragen, weil er nicht da ist. Ja, aber das gefällt mir gar nicht. Weißt du, ich will ihr ja nicht zu viel geben, aber andererseits soll sie ja nun auch nicht wegen jeder Kleinigkeit bitten müssen. Aber Hendrik, warum so kompliziert? Frag dann ja doch einfach. Na gut. Du, dann noch etwas. Hat Danja schon einen Freund? Manchmal bringt sie ja einen übers Wochenende mit nach Hause, aber das ist doch jedes Mal ein anderer. Wie kommst du denn darauf? Na, entschuldige, das interessiert mich ja schließlich. Wenn sie einen hat, vermisst sie ihn ja vielleicht. Und dann langweilt sie meine Gesellschaft umso mehr. Im Augenblick langweilst du mich. Erkundige dich doch lieber nach meinen internationalen Erfolgen als Innenarchitektin. Na, die sind bestimmt gigantisch. Hm? Du, entschuldige, Susan, ich bin mit Danja zum Essen verabredet. Bis andermal, ja? Haben Sie zufällig meine Tochter gesehen? Aber lieber Herr Melchert, ich kenne Sie ja gar nicht. Ach so, ja, natürlich, entschuldigen Sie. Ja, dann schaue ich auch. Gut. Ja,
Herr Milchett, Charlie, dieser Tisch ist für Sie reserviert. Vielen Dank, danke. Ja, das nützt mir nichts. Ich finde meine Tochter nicht. Tommy! Yes, I parle very excellent Spanish. Muy bien! Anna wird es ihm schon noch beibringen. Quieres algo? Da bist du ja. Da bist du ja, das ist vielleicht gut. Ich suche dich überall und du alberst hier mit dem Personal rum. Das ist ja wohl nicht dein Ernst mit dem Personal. Ich habe ein paar Typen gesucht, mit denen ich Spanisch sprechen kann, um meine Kenntnisse zu vervollkommen. Ja, das kannst du ja auch. Aber muss es denn unbedingt sein, wenn wir zum Essen verabredet sind? Na komm. So eine Panne soll unseren Urlaub nicht vermiesen. Hm? Vamos a la cocina. Vor 20 Jahren wurde das spanische Dorf erbaut. Spanische Architekten haben die berühmtesten Bauwerke Spaniens hier auf diesem Gelände nachgebaut. Fast 100 Sehenswürdigkeiten stehen beieinander und zeugen von der großen Kultur verschiedener Epochen. Auch das ist ein Teil der Nachbildung der weltberühmten Alhambra in Granada. Und hier bitte, wenn Sie mal weiterschauen würden. Sehr gut. Achtung! Stopp! Der alte Kahn liegt genau unter uns. Na wunderbar. Weit und breit niemand zu sehen. Wenn sich irgendein Boot nähert, funk mich an. Okay, mach ich. Vater schläft anscheinend noch. Ja, meine Tochter auch, ist einfach nicht wach zu kriegen. So geht es mir mit meinem Vater. Die ganze Nacht im Spielsaal. Ja, meine Danja, in der Disco. Na ja, frühstücke ich immer allein. Ich auch. Sie können aber auch gerne mit mir. Danke.
Ach, Herr Ober? Sie, Senor. Schon. Kleine Verschnaufpause. Ja. Muss die Flasche wechseln. Na, was sagst du? Mach auf. Und da unten liegen noch mehr. Ja. Wenn wir Glück haben, können wir heute alles schaffen. Und kein Schiff in der Nähe. Toll, toll, toll. Jetzt bist du froh, dass du mir das Geld für die Gina geliehen hast, hä? Ja, aber bitte versprich mir, dass du nicht leichtsinnig bist, okay? Ja, klar. Ich will doch was von meinem Reichtum haben. Verloren? Eine 200 Pesetenmünze, gerade eben. Aber Sie können ruhig du zu mir sagen. Soll ich dir suchen helfen oder lieber eine neue schenken? Nein, lieber suchen. Es ist ein Talisman mit einem Loch drin. Ah, bitte sehr. Na sowas. Danke. Ihre Tochter schläft immer noch? Ja, dein Vater sicher auch. Ja, ich habe eine Stinkwut. Oje, doch hoffentlich nicht auf mich. Nein, wie käme ich denn dazu? Auf meinen Vater. Abend für Abend, 5, 6, 7 Stunden, hockt er mit Freunden zusammen und spielt Skat. Finden Sie das so komisch? Nein, nein, nur, ich wollte mit meiner Tochter in den Speisesaal gehen, aber sie ab in die Disco. Und jetzt haben Sie eine Stinkwut. Nein, eigentlich nicht direkt deswegen, aber wir haben uns sehr lange nicht gesehen. Und in der Disco. Was soll ich in der Disco? Nun gut. Ihre Tochter hat Sie im Stich gelassen und mein Vater mich. Dadurch haben wir uns kennengelernt. Ich heiße Bea. Angenehm. Hendrik Melcher. So, das war's. Ist was? Ich habe nichts mehr gefunden. Ich glaube, das ist alles. Oh. Wir machen Schluss. Okay. Die Fahrt und das Entladen dauern auch noch. Das ist Gold im Werte von 20 bis 30 Millionen Mark. In Form von 100 Markschein wäre es mir lieber. Keine Bange, das schaffen wir auch noch. Ich wünschte, Sie wären mein Vater. Mit Ihnen würde ich prima klarkommen. Ich hätte gegen dich als Tochter auch nichts einzuwenden, Bea. Hallo, Kleines. Was hast du gemacht? Warst du am Strand? Stell dir vor,
Ich habe 60.000 Peseten gewonnen. Davon kaufe ich dir morgen ein Kleid. Einverstanden? So, da wollen wir mal wieder ein paar Kegelbrüder aus Paderborn wollen ein Spielchen mit mir machen. Du beschäftigst dich, oder? Tschüss. 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 Na, Herr Melchert, kommen Sie klar mit Ihrer Tochter? Tja, ich weiß eigentlich nicht so recht. Ich sehe sie ja kaum. Zwei Strich Steuerbord. Bist du sicher, dass wir auf keinen Riff auflaufen? Hier gibt es weder Riffs noch Bänke. Da vorne ist eine kleine Bucht, da müssen wir hin. So, jetzt lassen wir uns langsam von der Strömung an den Strand treiben. Oh, Mist! Wir sind auf Grund gelaufen. Verdammte Scheiße, hier sind ja doch überall Untiefen. Ja, und jetzt? Die Anker. Ich nehme das Beiboot. Ja, weißt du denn, wie man das zu Wasser lässt? Hat mir doch der Bootsverleiher gezeigt. Komm, hilf mir! Ja? Klar? Ja, weiter. Gut, erstmal. Willst du die denn ins Boot kriegen? Außerdem musst du sie nachher wieder rauskriegen und dann Land schaffen. Du hast ja recht. Also einzeln. Willst du bitte Güter haben, mitzuhelfen? Jetzt probieren hier. Okay. Ich komme hier rüber. Das Netz nicht mehr raus. Das ist Quatsch. Wir machen es in den Kisten. Okay. Komm. Wir nehmen zwei mehr. Ach, das ist so schwer. Da wirst du ein paar Mal fahren müssen. Dazu reicht die Zeit nicht.
Bis später. Ich muss mal sehen, wo meine Sanja steckt. Ah, dafür gebe ich Ihnen einen aus. Wofür? Dass Sie meiner Tochter die Zeit vertreiben. Oder geht es Ihnen schon auf den Keks? Nein. Nein, Bea ist ein humorvolles und intelligentes Mädchen. Sind Sie noch gar nicht dahinter gekommen? Sie sollten sich vielleicht mal ein bisschen drum kümmern, nicht? So. Che? Che? ¿Quién es en peligro de naufragar la Gina? ¿Y qué ha pasado? Bien. Bien, vengo enseguida.
Was ist passiert? Ist er muerto? Ist er ertrunken? Wobei... No es en estado de declarar, tiene un shock. ¡Llama el helicóptero! Sí, enseguida llamo al helicóptero. Polizei ist das. Sie bringen Frau Feller. Pardon, me llamo otra vez. Frau Feller, wie geht es Ihnen? Sie hat eine Spritze bekommen vom Arzt gegen den Schock. Aber sie ist noch abwesend. Wir kümmern uns um sie. Lisa, würdest du so nett sein und Frau Feller aufs Zimmer bringen, bitte? Kommen Sie. Sie müssen sich hinlegen. Hm? Tag. Was ist denn passiert? Ernst Hartmann ist ertrunken. Tauchen. Sie sollen nicht abreisen. Sagen Sie ihr das, wenn sie wieder ansprechbar ist. Ich weiß noch nicht, wie alles passiert ist. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos. Ernst Hartmann ist ertrunken? Ja, sie haben ihn nach Palma gebracht. Ins Gerichtsmedizinische Institut. Das ist ja wie ein Verhängnis, was? Ja. Alle, die hinter Kuhn her sind, der Strong und jetzt Jens Hartmann, sterben. Ja, kann aber auch Zufall sein. Meinst du? Naja, jedenfalls kann der Kuhn ja jetzt wiederkommen. Komm, hör bloß auf damit. Ob Frau Feller weiß, wo er steckt? Ja, vielleicht hat sie ihre Hände im Spiel irgendwie. Wer weiß? Mit wem war sie verheiratet? Ja, mit Kuhn. Moment. Da. Das ist doch nicht Kuhn. Doch, so sah vor der Gesichtsoperation aus. Halt mal die untere Gesichtshälfte zu. Tatsächlich. Woher hast du das Foto? Michael hat es in dem alten Büroschreibtisch in der Werkstatt gefunden. Dann hat Frau Feller gemeinsam mit ihrem Mann, der sich den Namen Kuhn zugelegt hat, die Versicherung betrogen. So ist es. Und wenn die Versicherung dieses Bild hätte, würde Frau Feller wahrscheinlich sofort verhaftet werden. Und Kuhn natürlich auch. Wenn sie seinen Aufenthalt ermitteln können. Aber Kuhn ist doch dein Freund. Ja. Und Michael verdankt ihm sehr viel. Irgendwie gefällt mir die ganze Sache nicht. Mir auch nicht. Ob Renate Feller vielleicht... Jens Hartmann umgebracht hat? Mhm. Ich weiß nicht. Warum denn? Sie war doch mit ihm liiert. Und so kriminell sieht sie nun auch nicht aus. Na, sieht denn Kuhn kriminell aus? Na, da hast du auch wieder recht. Du, lass uns noch für den Rest der Nacht ein bisschen schlafen. Renate Feller war in einem derart desolaten Zustand, dass ich gar nicht dran glauben kann, dass sie sich Hartmanns Tod gewünscht hat, geschweige denn ihn herbeigeführt. Außerdem hatten sie ein gemeinsames Hobby, leidenschaftlich betrieben, das Tauchen. Nach dem Goldschatz im Frachter, ja. Den es ja gar nicht gibt, das ist doch ein alter Hut. Nach antiken Schätzen, ja, das lohnt sich vielleicht noch. Alte Amphoren, Keramikvasen. Aber an die Goldbarren glaubt doch im Ernst kein Mensch mehr. Jens Hartmann hat daran geglaubt. Tja. Und musste dran glauben. Für ein Hirngespinst. Ihr war das, wo die Gina jetzt liegt. Warum ist er denn ohne Tauchausrüstung ins Wasser? Das hat er doch nie gemacht. Sie haben wieder Belebungsversuche gemacht? Er hatte Kopfverletzungen.
Ich sagte ja schon, ich kann mir das nur so erklären, dass er irgendwo angestoßen und ohnmächtig über Bord gefallen ist. Ich weiß es nicht. Ich hab's ja nicht gesehen. Ich hab geschlafen. Im Beiboot waren Wasserpfützen. Wie erklären Sie sich das? Wir hatten vorher das Wasser des Beibootes geübt. Das gehört dazu, wenn man ein Bergungsschiff fahren will. Und das wollte er, in Deutschland. Ja, mehr Fragen habe ich jetzt nicht an Sie. Sind Sie einverstanden, dass wir die Gina zum Besitzer zurückfahren? Ja, bitte. Ah, Miguel? Sì, Kommissario. Conduce la Gina pure. Ihr Urlaub dauert noch ein paar Tage. Ja, warum? Haben Sie Ihren Pass hier? Nein, im Hotel. Dann hole ich ihn mir. Hallo? Ach, Susan, hallo. Ja, nein. Nein, ich weiß nicht, wie es hier geht. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich sehe sie ja kaum. Aha. Ja, okay. Na, wenn ich sie wirklich mal zu Gesicht bekomme, dann macht sie eigentlich einen ganz glücklichen Eindruck. Ja. Ich? Oh, ich fühle mich auch ganz fit im Moment. Hm? Ja, gut, das mache ich. Du, willst du sie noch sprechen? Sie kommt gerade. Ja, Moment. Danja. Danja, kommst du bitte mal. Hast du zufällig einen Augenblick Zeit für deine Mutter? Hi, Mom. Ja, ja, alles okay. Paps? Och, da gibt's keine Probleme. Hm? Ja, ja. Ciao, ciao. Wo ist er denn hin? Wer? Mein Vater. Ach, das war dein Vater. Der ist gerade mit dem Mädchen raus. Hey, wo willst du denn hin? Wir wollten doch zum Schwimmen. Und Kaffee Solo. Hallo, Papa. Hallo. Na, geht's gut? Sag mal, machst du Teenager an? Bitte? Oh, nein, nein. Nein, Ihr Vater hat keine Zeit für Sie. Es ergab sich so. Mhm. Hast du mich gesucht? Nein, wieso? Hätte ich sollen? Naja, zum Mittagessen. Nein, wir nehmen die Mahlzeiten doch nie gemeinsam an. Du isst wohl immer mit dieser Bea? Nicht immer, nur manchmal. Hier in der Nähe soll es ein tolles Kloster geben. Da war ich eben mit Bea. Ach so. Soll ich dir was bestellen? Ein Eis, bitte. Herr Ober, La Coppa di Helado. Ein großes. Ja, ein Largo. Nicht Largo, Grande. Ja, natürlich Grande. Largo heißt so viel wie lang. Ach, du sprichst ja ziemlich gut Spanisch. Du nicht. Du solltest öfters mit mir Spanisch üben. Davon würde ich Ihnen dringend abraten. Wovon? Hier zu baden. Die Felsblöcke liegen teilweise nur knapp unter der Wasseroberfläche. Sie können sich erheblich verletzen. Bitte.
Ich würde in weniger gefährlichen Gegenden baden. Wollten Sie das gestern schon? Was? Hier schwimmen? Ich habe Sie gesehen. Ich habe hier meinen Angelplatz. Es ist so schön einsam. Übrigens halte ich es schon für ziemlich verwegen, den Felshang herab nach hier unten zu steigen. Wie sind Sie denn hergekommen? Mit dem Boot. Ach, und das ist nicht gefährlich? Das Boot hat kaum 15 cm Tiefgang. Ach so. Verzeihung, ich wollte Sie aber nicht erschrecken. Klettern Sie den Felsen aber bitte nicht wieder hoch. Wenn Sie wollen, nehme ich Sie im Boot mit zurück. Mein Auto steht da oben. Ach, das können Sie ja später holen. Ich kann Sie auf dem Landweg hinfahren. Vorausgesetzt, Vorausgesetzt? Dass ich Sie nicht störe. Wie kommen Sie denn darauf? Ich wohne im selben Hotel wie Sie. Ich weiß, was Ihnen widerfahren ist. Sie gefallen mir sehr. Ich habe gestern den Hotelmanager gefragt, wer Sie sind, ob Sie allein hier sind. Ich, wollte Ihre Bekanntschaft machen. Da sagt er mir, dass Sie gerade Ihren Lebensgefährten verloren haben. Und da sah natürlich alles ganz anders aus. Und nun treffe ich Sie zum zweiten Mal an meinem Angelplatz. Wenn Sie nicht so verrückt gewesen wären, da baden zu wollen, hätte ich nie gewagt, Sie anzusprechen. Nun ist es ja passiert. Ja. Da sind wir. Zurückfahren müssen wir ja nun getrennt. Leider. Oder wollen wir noch einen Kaffee trinken? Ja, gern. Oh, das ist ein wenig attraktiver Job. Internationale Schiffsfracht. Alles, was an Gütern von Marseille nach Casablanca, von Palma nach Genua, von Palermo nach Hamburg transportiert werden muss. Meist Industriegüter, aber auch Lebensmittel und Stückgut. Und so ein Frachtschiff fahren Sie? Ich? Nein. Ich lasse fahren. Ich bin einer der beiden Chefs. Das ist mein erster richtiger Urlaub seit 2,5 Jahren. Der Markt ist eng, die Konkurrenz groß, aber jetzt sind wir über dem Berg. Der Laden läuft. Als ob Sie das jetzt interessieren würde, ich bin tanklos. Oh nein, nein, keineswegs. Sie bringen mich auf andere Gedanken. Es tut gut. Na fein. Ich will Sie gerne noch öfter auf andere Gedanken bringen. Wenn es Ihnen recht ist. Verzeihung, Frau Feller. Wir haben hier auf Sie gewartet, um kein Aufsehen zu erregen. Ja. Das ist Oberkommissar Brest aus Deutschland, ein Kollege. Guten Abend. Ja, es handelt sich darum, dass Ermittlungen gegen Sie eingeleitet sind, Frau Feller, und dass die Staatsanwaltschaft Bremen einen Haftbefehl gegen Sie beantragt hat. Sie sind des Mordes verdächtig an Ihrem Lebensgefährten Jens Hartmann.